yourself up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. It's time for Africa. Ja, wir haben hier die drei wichtigsten Damen des aktuellen Pokalsiegers, nämlich rechts und links die jeweils zweifachen Torschützinnen und in der Mitte die ganz, ganz tapfere Torfrau. Was war los in der 13. Minute beim Pressschlag? Ja, war halt ein typisches 1:1 und haben beide voll durchgezogen und somit hat es für mich ein bisschen mehr weh als für Kati wahrscheinlich. Musste durchziehen, war wichtig. Aber du hast durchgehalten, ihr habt eh keine Ersatztorhüterin, also musste es weitergehen, ne? Ja, musste. Ja, Gott sei Dank gab es ja dann diese beiden, rechts und links. Caro, zwei Tore gleich zu Beginn. Du warst eigentlich schon ein bisschen in der Pflicht mit deinen vielen Punktspieltoren. Hat man auch was hier erwartet, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte den Ball zweimal auf dem linken Fuß, was eigentlich nicht mein starker Fuß. Ich dachte, ja, schießt einfach. Ich muss aber sagen, man hat dich zweimal auch sehr gut in Szene gesetzt, nicht? Das waren zwei großartige Doppelpässe. Auch von Sarah war. Ja, alle beide? Ja, ich glaube ja. Sehr schön. Ja, und dann das Geburtstagskind. Gratulation, Saskia. Hast du dir das so gewünscht, heute mit dem Töpfchen nach Hause zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Das war der Traum von der ganzen Mannschaft, uns selber zu belohnen für die Saison. Und jetzt haben wir es wieder geschafft und für mich natürlich ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Jetzt erzählst du uns noch, was heute Abend noch los ist. Es war... Nicht verraten. Ich weiß nicht, ob man das in die Öffentlichkeit bringt. Ja, der Trainer wollte auch noch schnell was sagen. Ja, also wir werden auf jeden Fall in der Mannschaft was zusammen machen, aber... Sag's nicht wo und wie lange, ne? Gut, Mädels, Gratulation nochmal und feiert schön, habt ihr euch verdient, ne? Danke. Alles Gute, ciao, ciao. Tschüss.